Hallo und herzlich willkommen zum Videoblog von Die Cromwell-Chroniken. Mein Name ist Christina Förster und ich bin dabei, Fragen zu beantworten. Die nächste Frage ist von Katrin. Sie wollte wissen, ob die Geheimhaltung schon einmal gebrochen wurde. Für die, die es noch nicht wissen, Cromwell spielt in einer Welt voller Magie und die magischen Orden sind in der Minderheit im Vergleich zur normalen Bevölkerung und sie leben im Geheimen. Deswegen gibt es ein Edikt, dass alle die Geheimhaltung wahren müssen, einfach als Schutz. Das wurde selbstverständlich schon gebrochen und das kann man sich genauso vorstellen wie am Ende von Band 1. Dann kommt ein SWAT-Team der Heteria Magi angeflogen oder angeritten, je nach Zeitalter, und die räumen dann auf. Also sie sind auf jeden Fall engagiert darin, die Geheimhaltung zu wahren. Natürlich macht das nicht nur der Heteria Magi, sondern auch andere Orden, aber die sind ja schon die Vorprescher. Sind sie in mehreren Bereichen, was sie auch wieder unbeliebt macht, denn man unterstellt ihnen, dass sie das nur tun, um sich eine Machtposition zu sichern. Von dem her gab es in der Vergangenheit auch schon viele Übeltäter, die da denen man hinterherräumen musste. Und natürlich auch gerade bei jungen Begabten kam das immer mal wieder vor. Was für Konsequenzen das für den Orden hat oder die Person an sich, darüber möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das erfahrt ihr dann in den späteren Bänden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Vielen Dank.